Ey, Samira. Wirklich, danke schön für das Eis, ne? Auf dich zu bedanken. Ja, ich esse es dann in Ruhe in meinem Zimmer und lass euch dann bei eurem Date alleine, ne? Was für Date, Alter? Wenn es kein Date ist, warum bist du dann so rot? Vielleicht, weil Rico dein erster Freund ist? Ich bin überhaupt nicht rot. Nein, wir sind nur Freunde. Ich weiß gerade auch nicht, was... Küsst ihr auch später? Bist du der Junge? Du hörst sofort auf damit. Was seid ihr hier so am Tuscheln, ihr Hamsterbacken? Nichts. Yasin wollte auch gerade gehen, ne? Wollte ich gehen? Ja, ich glaub schon. Okay. Wollen wir essen? Ich weiß nicht, kann man das essen? Ey, ich hab das gehört. Das ist voll gut, Mann. Okay, sorry, Chef. Mach die Tür hinter dir zu. Ja, dann setzen wir uns einfach mal hin, oder? Bevor wir dieses Fest mal verzehren, würde ich gerne mein Handy an Akku tun, weil ich würde ungern mit leerem Akku sterben. Ja, alles easy. Mein Zimmer, mein Bett. Du weißt okay. Ja. Ich glaub, ich brauch ein bisschen Bling Bling. Früher 2 Euro kippen, kaufen Jing Ling. Heute nur noch shoppen gehen und saufen Bling Bling. Brauch ein bisschen Bling Bling, gib mir ein bisschen Bling Bling. Ja, ich glaub, ich brauch ein bisschen Bling Bling. Früher 2 Euro kippen, kaufen Jing Ling. Heute nur noch shoppen gehen und saufen Bling Bling. Brauch ein bisschen Bling Bling, gib mir ein bisschen Bling Bling. Hast du den jetzt eigentlich wirklich weggeschickt, um mit mir den Tag hier heute zu verbringen? Ja, warum nicht? Ich hab eh immer voll viel Spaß mit dir. Ey, ich glaub's einfach nicht, ohne Witz. Ich kann mein Glück gar nicht fassen, einfach hier mit dir zu sitzen bei unserem zweiten Date. Was geht da eigentlich ab? Toni, das ist kein Date, ne? Wir chillen einfach nur so als gute Freunde. Außerdem bist du eh voll gefriendzone, weißt du doch. Ja, nein, da muss ich dich gleich mal unterbrechen, weil ich meine, du hast mich geküsst. Gerade eben, du warst dabei. Ich sag mal so, du kannst auf jeden Fall besser küssen, als du aussiehst. Ey, und es ist einfach keiner da, der das gerade gehört hat. Ohne Witz, ich glaube, das war gerade das Schönste, was du jemals zu mir gesagt hast. Dazu kommt einfach hier bei dieser fetten Location, bei unserem zweiten Date. Boah. Toni, das ist kein Date, immer noch. Auf das beste Date überhaupt. Aufs beste Freunde chillen ever.